Peace, Leute, und herzlich willkommen zu dem nächsten Adventskalender-Unboxing. Heute geht es natürlich um die hier. Die kleine Bakira ist mittlerweile fast 16 Jahre alt. Übrigens, für 16,95 bekommt ihr bei DM den Merry Christmas Adventskalender für eure lieben Vierbeiner. Gibt es auch für die Katzen, also nicht nur für den Hund, sondern auch für die Katzen. Kostet 16,95. Ist ein guter Preis. Wir haben den letztes Jahr auch schon mal getestet. Da waren wir echt sehr zufrieden. Also die Tier-Adventskalender sind um einiges besser bei DM wie die Eigenmarke der Kosmetik-Adventskalender. Und heute geht es auf jeden Fall um den. Er hat ein mega cooles Design. Gefällt er dir auch? Egal, Hauptsache Essen. Und den packen wir jetzt mal zusammen aus. So, Kaki, übrigens ihr Spitzname, suchen wir mal Türchen Nummer 1. Wo haben wir Türchen Nummer 1? Die Zahlen sind etwas schwierig zu erkennen. Hier, da ist Türchen Nummer 1. Da haben wir Knabberplätzchen mit Truthahn und Kartoffel. Haben wir da drin. Darfst gleich auch mal was probieren. Türchen Nummer 2. Oh, das ist ein ganz langes. Ein Stäbchen. Fleischstick mit Wild. Komm. Willst du da mal probieren? Wenn man da so dabei sitzt, ist sie immer so zaghaft mit dem Probieren. So, Türchen Nummer 3. Das ist ja, irgendwann nimmt es dann. Ist halt auch schon eine alte Omi. Oh, die mag sie sehr gerne. Die Hähnchenschenkel. Und es sind immer relativ große Tütchen. Also hier sind jetzt zwei von diesen dicken Hähnchenschenkeln drin. Türchen Nummer 4. Hat es dir geschmeckt? Anscheinend. Türchen Nummer 4. Oh, da sind auch richtig riesige Türchen dabei. Aber die Zahlen erkennt man echt schlecht. Hier ist die 4. Oh ja, jetzt hat sie den Braten gerochen. Oh, was Weihnachtliches. Sterne reich an Huhn mit Cranberry. Türchen Nummer 5. Nikolaus, darfst du gleich wieder probieren. Türchen Nummer 5 ist hier. Oh, das ist ein großes. Heldenmahlzeit, 100% pures Rind. Das müssen wir eh klein machen, das kannst du gar nicht mehr kauen. So, es ist Nikolaus. Es ist Nikolaus. Die kleine Kakadu rennt an ihren Adventskalender. Und was ist drin? Hühnerfiletsticks. Oh ja, die magst du doch eh gern. Komm, da darfst du auch mal probieren. Das sind so kleine. Oh, die riechen sogar gar nicht so schlecht. Die magst du doch. Türchen Nummer 7. Da hast du auch mal ein bisschen was zu kauen. 7, 7, 7. Hier. Steht auch drauf, übrigens ohne Zusatz von Getreide. Zahnpflege-Mini-Sticks. Ah, das sind wie diese Denta-Sticks, nur klein geschnitten. Die magst du auch gerne, gell? Die Nummer 8. Das ist hier wieder so ein langes. Wieder ein Stäbchen mit Fleischstick mit Wild. Ist das gleiche? Ja.
Komm, dann kriegst du hier noch ein Stück davon. Bist so dünn, du kannst ruhig was vertragen. Türschild Nummer 9 ist hier unten. Also das ist auch perfekt, wenn man in Urlaub fährt, hat man immer kleine Portionen Leckerchen mit dabei. Knabberplätzchen mit Truthahn und Kartoffel. Nummer 10 ist wieder ein Stäbchen mit Wild. Also da hätten sie, glaube ich, auch mal ein paar verschiedene reinmachen müssen. Das ist jetzt schon das dritte Mal der gleiche. Nummer 11 ist wieder ein großes. Da haben wir wieder den Rinderstick drin. Aber Leute, ihr wisst, die Sachen sind auch, wenn man die so kauft, relativ teuer. Die 12. Oh, da ist was Großes drin. Hühnerfilets. Das mag sie auch sehr, sehr gerne. Komm, du guckst hier die ganze Zeit hier. Kriegst noch ein Hühnchenfiletstick. Die Nummer 13. Scheint doch gar nicht so schlecht zu sein, hä? In der 13 haben wir die Hühnerfiletsticks nochmal. Also, der Urlaub ist gerettet, Kakadu. Die Nummer 14. Hier, ein großes. Nochmal die große Packung der Hühnerfilets. 15. Haben wir hier nochmal die Zahnpflege-Mini-Sticks. Hier. Für kleine Hunde steht da auch extra drauf. Nummer 16. Die Hähnchen-Schenkelchen. Nummer 17. Also ich bin wieder positiv überrascht für das Geld. Nochmal die Zahnpflege-Mini-Sticks. Die 18 ist wieder ein großes. Oh, nochmal. Oh, da hast du aber viele, viele leckere Hühnchenfilets. Die 19. Sternereich an Huhn und Cranberry. 20 ist auch wieder ein großes. Nochmal ein Rinderstick. Die 21. Oh, das ist eine tolle Adventszeit für dich, gell? Nochmal die kleinen Hühnerfiletsticks. Komm, kriegst jetzt mal hier noch den Rest von dem. Also, das schmeckt dir auf jeden Fall sehr gut. Die Nummer 22. Haben wir nochmal die Sterne reich an Huhn und Cranberry. Also viel Hühnchen drin vertreten. Die 23. Sind nochmal die Hähnchenschenkelchen. Und es ist Heiligabend, der 24. Dezember. Das kleine alte Kakaduli, was schon völlig überfressen ist von den ganzen Leckerchen, geht dann in den Adventskalender. Oh! Und es ist was ganz anderes drin. Eine Tube Leberwurst.
Das weiß ich, das magst du auch sehr, sehr gerne. Mit viel frischer Leber und Trüffel. Oh, für Weihnachten. Also, ich bin wieder mal positiv überrascht. Das Einzige, was sie jetzt noch ändern könnten, wäre das hier. Den Plastik-Inlay in Pappe zu ändern. Bei Balea und sowas ist es ja schon der Fall. Hier nicht, aber eine mega Auswahl. Also natürlich seht ihr auch hinten drauf, was drin ist. Auch die ganzen Zusatzstoffe, wenn euer Hund irgendwie Allergiker ist oder sowas. Also wir haben dreimal den Fleischstick mit Wild, dreimal die große Packung Hühnerfilets, dreimal die Zahnpflege-Mini-Sticks, dreimal die Rindersticks, dreimal die kleinen Hühnerfiletsticks, zweimal die Knabberplätzchen mit Truthahn und Kartoffel, dreimal die Hähnchenschenkel, dreimal die Sterne reich an Huhn und Cranberry und an Heiligabend die geile Leberwurst. Willst du das auch mal probieren? Komm, machen wir jetzt mal auf. Ja. Schmeckt es nicht? Da ist so ein Kleber oben drauf. Guck mal, hier. Ich glaube, aus der Tube kann sie damit nichts anfangen. Ich glaube, der Kleinen hat's gefallen. Kannst du eigentlich auch mal da hergucken, hier? In die Kamera gucken, du süßes Ding. Ja, wir wünschen uns euch weiterhin viel Spaß beim Schauen unserer Auspackvideos. Das macht auch immer richtig Spaß, ihr auch. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was wir noch so testen sollen für Kalender. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder.